So, wir nähern uns dem Zielgebiet. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Jetzt sehe ich allerdings, dass da ganz viele Bäume da drauf sind, wo ich eigentlich gedacht habe, dass die bauen. Deswegen gucke ich jetzt mal hier nochmal nach. Ob die vielleicht hier auf dem Dings bauen. Und ich habe da doch jetzt gerade quasi das richtige Gefühl für behalten. Weil das Fehlen von Bäumen hier machte das sehr auffällig. Dann scheint das hier die Basis zu sein von den Jungs, die früher mal... Oh, Stachel. Die auf dem anderen Server mit bei mir im Tribe waren. Und auch hier sind sie extrem aktiv. Ja, hier ist Owner Chris. Okay. Der war auch kurz in meinem Tribe mit drinne. Aber eher zum Ende hin, wo es dann eh alles drunter und drüber ging. Weil ich habe hier hinten noch weitere Strukturen gesehen. Oh, na gut, aber das ist mehr ein Struktürchen. Owner ist der Kamikata. Ja, der Kamikata hat mich gefragt, ob ich wieder Drachen reinbringen sollte. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht. Oder könnte, war die eigentliche Frage, ob ich das wieder machen könnte. Denn die Drachen sind natürlich so eine Sache. Die sind schön anzusehen, ja. Aber sie sind halt auch völlig overpowered. Und mir geht es eigentlich so ein bisschen darum, hier möglichst viel... Oder es hier doch relativ schwer zu gestalten. Der Opa hat am Anfang gesagt, als das Spiel auf dem Server begonnen hatte, er hätte gerne ein Shirt, auf dem steht I survived El Nevis Arc, weil es einfach viel zu schwer war am Anfang. Okay, das gebe ich zu, das war zu schwer. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass die hier bauen, tatsächlich. Tja, Jungs. Schade. Was haben wir denn hier? 80, 32. Was hattet ihr gesagt? Ihr sagtet irgendwas mit 70. Baut bestimmt auf der anderen Insel. Mal kurz gucken, ob ich da noch was finde. Na, warte mal. 70, obwohl 70 ist hoch. 70, 32. Irgendwas habt ihr in der Art gesagt. Ich packe das mal wieder ein. So, ich habe eine Idee. Und es wird dunkel. Das stört mich jetzt natürlich. Denn für die Aufnahmen ist Dunkelheit immer ein bisschen blöd. Man muss ja sagen, gerade so beim Fliegen merkt man, wie die Detailstufe gegenwärtig angepasst ist meinerseits, damit es einigermaßen gut läuft. Ist natürlich schade. Aber andererseits läuft es dafür gut. Okay, hier war jetzt auch kein Wald, hier jetzt natürlich sein können. Da ist auch kein Wald, da könnte auch noch was drauf sein. Ist aber nicht. Tja, schade. Und jetzt wird es natürlich schlagartig duster. Dafür mit allen tollen Effekten. Ich meine, das sieht schon... Es sieht gut aus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Trotz allem sieht das gut aus. Auch hier dieser Strahl, der da unten suchend ist. Tja, Jungs, die Basis vom Chris finde ich, aber die Basis von euch finde ich gerade nicht. Es sei denn natürlich, der Chris ist ihr. Also ihr seid der Chris unter anderem auch, aber ich glaube nicht, ne? Ich hatte euch halt da vermutet, wo jetzt der grüne Strahl runtergeht. Ich glaube, ich hatte vorhin auch sowas gesagt zu einem von euch. Oh, hier unten vielleicht. Ist das hier eure Basis? Aber hattet ihr nicht gesagt, ihr baut an einer Klippe? Wir werden sehen. Ach so, hier wieder einblenden.
Owner ist der Reaper. Und wie auch immer. Ja. Locked. Ich will ja nicht meckern, aber genau. Ja, jetzt ist es natürlich tatsächlich viel zu dunkel. Gehen wir lieber wieder hoch. So. Also, jetzt haben wir noch die Festung vom Reaper gesehen. Eure leider nicht. Ich hatte euch ja, wie gesagt, hier vermutet. Mal gucken, ob es hier drüben irgendwo noch einen Kahlschlag gibt. Und ansonsten lasse ich die Folge hier ausklingen. Oh, die Sonne geht auf. Das ist doch immer wieder schön. Ich meine, guckt euch das an. Oder ist es ein grafischer Effekt, der hier vom Dings kommt? Ah, es scheint ein grafischer Effekt zu sein, der durch den Mond und durch den Obelisken vielleicht verursacht wird. Ich meine, das ist natürlich krass, dass das hier alles so krass in oranges Licht gehüllt ist. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass es hier nicht wirklich Nacht wird. Das sieht schon gut aus. Mal wieder. Gut, gut, gut. Übrigens, hier ist eine der Stellen, an denen ich baue in Staffel 1, wenn ich mich nicht irre sogar. Oder Staffel 2 vielleicht. Möchte ich jetzt mich nicht festlegen, ist aber hier die Klippe, die hier ist. Hat mir auch sehr gut gefallen als Spot damals, muss ich sagen. Unter anderem auch, weil du hier ständig... Oh, hier baut noch jemand was. Weil du hier halt ständig die Airdrops hast. Was ja, jetzt geht die Sonne auf. Was ja auch nicht verkehrt ist. Wollen wir mal kurz gucken, wer hier baut. Aber nicht so, dass ich jetzt hier gleich runterfalle. So, wir müssen aber das Menü wieder einblenden. Hier baut auch der Reaper. Okay. Ja, das hat er ja so letztendlich auch gemacht, wie ich das gemacht hatte. Mit ziemlich langer Treppe. Bei mir war es allerdings nötig, um überhaupt hochzukommen. Hier hat er absolut vergessen, dass man... oh, die Tür ist ja auch offen. Dass man auch von oben reinkommen kann. Der Reaper scheint auch lange nicht mehr online gewesen zu sein. Das Problem an der Stelle ist, dass sich die Strukturen dann irgendwann selbst zerstören. Das ist so ein Schutzmechanismus bei PvE-Servern, weil sonst die Sachen, die Spieler gebaut haben, die nicht wiederkommen, ja auch nie verschwinden können. Und das ist halt ein Problem. Das hier hat auch der Reaper gebaut, beziehungsweise... Cookie Player. Cookie Player ist jemand, den habe ich schon öfter gesehen, der oder wer doch gesehen natürlich als Kommentator in den verschiedenen YouTube-Videos. Aber Cookie Player scheint jetzt auch schon länger nicht mehr online gewesen zu sein. Und die Frage ist halt, ob der noch weiterspielt oder nicht, ne? Cookie Player hat auch die Tür offen gelassen. Was natürlich dann zur Folge hat, dass
Haus von Cookie Player. Was natürlich die Folge hat, dass man dann hier auch rein und raus gehen kann. Hier sind die Dinos vom Cookie Player, okay. Gut, wir gehen mal weiter. So. Welche Klippe haben die Jungs gemeint? Komm schon. Ja, nehmen wir mit. Was soll's. So. Das hier wäre auch nochmal ein guter Spot. Vielleicht sollte ich mal ein Video machen mit guten Spots zum Bauen. Ich meine, ich finde das hier ja schon relativ gut. Wenn man ein Tier hat, das einen hier hoch befördern kann. Ansonsten läufst du dich doof und dämlich. Das merke ich ja bei meinem... Entschuldigung. Bei meinem jetzigen Spot merke ich das leider, dass ich ständig nur am Hoch- und Runterfliegen bin. Mit ihm hier sowieso, weil ich ihn ja nun hier auf Geschwindigkeit geskillt habe und nicht auf Gewicht. Da kann ich immer gerade mal so ein 100er-Stack von irgendwie Stein oder sowas nehmen. Dafür bin ich aber auch tierisch schnell. Tja, Leute, wo habt ihr denn jetzt gebaut? Ich hätte wirklich gedacht, dass ihr da seid. Die Ecke hier habe ich übrigens auch gemocht, ne? Klar. Wie viel Treibstoff hat er denn noch? Oh, es wird knapp. Falls ihr es nicht gemerkt habt, eure Dinosaurier verbrauchen deutlich mehr, als ihr das kennt. Von, sagen wir mal... Ja, von anderen Servern halt. Ich habe die Rate auf 1,5 gemacht. Hier haben wir einen Dilophos. Wir müssen mal etwas Fleisch besorgen. Das Problem ist nur, dass wir sehr... Huch! Dass wir unnötig schnell sind. Na gut, weißt du was, dann machen wir das eben so. Wo ist denn jetzt mein Vogel? Da oben. Komm, Vogel, 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 komm. Ja, an sich finde ich es noch ziemlich ungünstig, dass man immer abgeworfen wird, sobald man das Wasser berührt. So. Der Teil der Übung hat jetzt nicht Not getan, wenn ihr so wollt. Finde ich zumindest. Ja, aber er ist halt zu schnell, um gezielte Sachen derart zu machen. Ah, den Dilophos kriegen wir jetzt. Ja, so. 7 Raw Meat. Ach, hier ist noch einer. Yo. Ich wusste gar nicht, dass ein Pteranodon Bäume umhauen kann. Ah, ich glaube, das ist dieses Specht-Prinzip. Wenn man da drauf klopft wie Vogel Specht, dann geht das schon. Und das hier sind Fluchttiere. Ja, komm, das bringt nichts. Na, nicht landen. Hoch mit dir. Also hier wieder Reaper. Beliebte Stelle auch. Personal Owner ist auch Reaper. Dann gibt es hier noch eine Klippe, fiel mir ein. Hier drauf könnte man ja theoretisch auch bauen. Hat aber niemand gemacht.
Warte mal, ist das ein Plattformsattel? Nee, ist ein normaler Bronto-Sattel. Nö, 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 nö. Nö, Jungs, ich weiß nicht, wo ihr baut. Es tut mir leid. Schickt mir noch mal die Adresse. warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann ja mal kurz gucken. Mir fällt ja ein, ihr habt es mir ja per WhatsApp geschrieben. Nicht WhatsApp. Quatsch. Per Kommentar. Aha, okay. Das ist Indiana Jones. Fünfundsiebzig, 35. Nein. Naja, pass auf, wir machen mal beides so. 75. 35. Naja, vielleicht meint er doch die Base vom Chris. Das wäre ja dann hier lang. So, 74, 75 und jetzt noch mal da lang. Hier ist die 35, 76, 35 ist hier. Ich glaube, er meint die Base vom Chris. Dann ist das doch eine Gemeinschaftsbase. Ist ja auch in Ordnung, ne? Nach wie vor. Weil wenn wir uns das jetzt hier so angucken, jetzt ist dieser komische Pömpel dort tatsächlich bei 75-35. Damit ist die Sache, denke ich mal, für mich geklärt. Gemeint ist dieses Owner Reaper. Ah, dann heißt der Trap vielleicht Reaper. Wie auch immer. Gemeint scheint das hier zu sein. Juti, wir fliegen weiter und gucken mal, ob wir noch ein paar Sachen finden von irgendwelchen Leuten. Ich denke, das ist jetzt das nächstkapitable. Beziehungsweise hier, ich würde auch das Haus von Markus wollte ich zeigen. Weil der hat sich richtig Mühe gegeben und das sieht wirklich gut aus.